Eheschließung nur mit Vertrag. In der russischen Staatsduma wird über die Pflicht zum Abschluss eines Ehevertrages bei Eheschließung beraten. Wladimir Petrov, Abgeordneter des Leningrader Gebietes, hat in die Staatsduma ein entsprechendes Dokument eingebracht. Der Pflichtehevertrag soll vor der Trauung unterzeichnet werden. Ein derartiger Vertrag wird zukünftig Ehescheidungen erheblich erleichtern. Eine Aufteilung vorhandenen Vermögens unter den sich streitenden Parteien ist ohne diesen Ehevertrag immer sehr kompliziert. Man sollte sich immer schon am Ufer verabreden, was zu tun ist, wenn das Schiff mal in Seenot gerät, so kommentierte sinngemäß der Abgeordnete. Ein wichtiger Punkt, der in einem Ehevertrag zu regeln ist, ist auch die Frage der Kinder, wo diese verbleiben und wie das Umgangsrecht wahrgenommen werden kann. Der Abgeordnete schlug vor, den Abschluss eines Ehevertrages kostenlos für das Brautpaar zu organisieren.